So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist hier ein altes Nokia reingefallen und dadurch entstand der Krater. Und nun in diesem Part werden wir uns auf den Weg machen zum... kurz überlegen. Ich glaube, das war der 7. oder 8. oder 75. Orden. Nein, der 9. Nee, gibt's gar nicht. Es gibt nur 8. Und ich würde sagen, Sarah, du fliegst jetzt mal ganz schön. Oh, diese Musik, ey, die geht durch meine Haut. Ne, die geht unter meine Haut, genau. So, ihr merkt, ich habe wieder megamäßig Motivation, deswegen wird auch Pokémon Y aufgenommen und nicht so ein chiller Projekt wie Sims und oder Fantasy Life oder sowas. Nein, deswegen, wir nehmen jetzt erstmal Y auf, denn ich hab's hart drauf. So, aha, guck mich an. Mhm. Meine Frisur und ich sind einmalig. Ich hoffe, es geht dir gut. Können wir uns in Morzaia treffen? Ich würde gern was mit dir besprechen. Nein. Ich wusste, dass dieses Gespräch irgendwann kommen würde. Aber wie soll ich den denn jetzt abführen? Moment mal, abführen? Was? What, Matt? Was hast du da gerade gesagt? Abführen? Nichts Abführmittel. Du wirst ihn abweisen, genau. Mädel, du wirst ihn abweisen. Nix weißen Kind, ey. So, ganz kurz zum Pokémon Center. Oh, geil, zweimal so gesagt. So, guten Tag, guten Abend, guten Mittag, wow, guten Abend. So, ich muss wieder ein bisschen ins Let's Play reinkommen, deswegen wird alles heute ein bisschen wieder mal überspitzt, weil, ja, der gute Matt hat kaum Zeit aufzunehmen und wenn er mal Zeit hat, dann ist er viel zu kaputt, um aufzunehmen und... das geht da mal halt gar nicht klar und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Vertania City. So, und dann hier durch. Oho, oho, wie die da stehen, ne? Wir wollten hier erstmal ein Softporno bei Game Freak machen. So, Route 18, neue Route, neues Glück, neues Pokémon. Und es ist dein... Ach du dicke Scheiße, es ist eine fette Kugel. Okay, Iveta, rein mit dir. Oh, warte mal, Georock. Momentchen. Den können wir doch weiterentwickeln lassen zu einem Geowatz. Weil ich 2, 3 der erste zu Hause habe, Bitch. So, aber dafür erstmal Pokémon. Epitombi, Lamos. Lamos! Okay, Evetal, zurück. Und Lamos könnte ich auch langsam mal weiterentwickeln. Mache ich vielleicht nach der Aufnahmesession. Ja. So, Lamos. Tarnsteine erstmal. Hier, nimm meine Steine. Oh, oh, oh. Oh Gott, nein, bitte nicht. Senkkopfstoß, Konfusion, Aquawelle, vierfach Schwäche, Step. Das könnte, ach du Scheiße, mein Lamos guckt so, also. Was hast du gedacht? Hab ich dich nicht verstanden, nee. Senkkopfstoß, Konfusion, ich weiß nicht. Aquawelle, sollen wir es versuchen? Also, eine kleine random Info nebenbei. Ich glaube, das Ding kann gut begrapschen. Ja. Zen-Kopfschuss oder Aquawelle. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit... Fick dich. Moment, Moment. Leck mich am Arsch. Genau. Genau, leck mich am Arsch. Genau das war's. So, Lamos erhält ein paar Erfahrungspunkte. Evetal ist, fast draufgegangen. Nein, nein, bekommt Erfahrung. Lamos, ja, das, war jetzt scheiße. Mein Lamos, mein armes Lamos. Mein Lamos ist lahm. Weil es sein muss. So, Georock, das fange ich mir jetzt aber. Nee, ich will das Pokémon jetzt wirklich haben. Das ist jetzt kein Spaß. Und es ist schon wieder ein Weibchen. Okay. Beutel, Pokéball. Hyperball. Nein, Hyperball. Na, würdest du wohl. Hyperball, hier. So, Hyperball einsetzen. Komm schon, du gehst jetzt rein. Du gehst jetzt rein. Ich glaub dran. 1 und 2 und 3 und... yes! Georock wurde gefangen, Bitch. Mhm. Und ich glaube, ich werde das Ding sogar ins Team nehmen. Ja, ich werde daraus ein Geowatz machen und das ins Team nehmen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. So, Schmarotzer. Nein, Alter, du wirst nirgendwo schmarotzen. Ja. Wieso habe ich jetzt gerade irgendwie eine volle Nase im Kopf? Aber egal, scheiß drauf. So, Georock. Das Begrabscher-Pokémon, Gesteinboden. Dieses Pokémon bewegt sich nur rollend fort. Kein Hindernis kann es vom Kurs abbringen. Ich wollte schon immer mal ein Geowatz und das... das trifft sich einfach zu gut gerade. So, weibliche Abonnenten. Überlegen.
eine weibliche Abonnentin, die mich abonniert hat, was auch logisch ist. Ja, wenn die scheiß YouTube-App mal ein bisschen schneller machen würde, könnte ich auch einen Namen raussuchen. So, wen habe ich bisher noch nicht nach einem Pokémon benannt? Hier! Lola Natsumi. Lola, genau, du wirst mein Geowatt sein. Ach du Scheiße, ein richtiges Tier. Wieso sind eigentlich alle weiblichen Pokémon von mir irgendwie so richtig männlich? Ich verstehe es nicht. So, Lola, und dann ist der neue Abonnenten, sei hier an der Stelle gegrüßt und so, Georock. Oh, ich bin so froh, ich habe einen Georock. So, Lola wurde in Box 1 geschickt. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück, denn... Oh, ich habe da was gesehen. Nein. Wir gehen ganz kurz zurück, um die Werte von dem Pokémon mal anzuschauen. Und dann überlege ich mir mal, was ich aus dem Team nehmen soll und was ich weiterhin drin lassen soll. So, erstmal hier, Box. Und dann Lucy schaltet PC ein. Ja, Pokémon bewegen. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Was ist das schwächste Teammitglied? Also... Theoretisch können wir ja Evital rausholen, aber Evital ist stark. Also es ist wirklich stark. Lamos, Flunschlag oder Zombie. Wobei Zombie ist noch ziemlich wach, aber die Verteidigung und die Spezialverteidigung von dem Fisch sind enorm. Dann machen wir das anders. Flunschlag, du sagst jetzt leider adieu. Ich hab dich nicht mal nach einem Abonnenten genannt. Alter, was ist los mit mir? Finale Dampfwalze Tarnstein. So, ich weiß schon, welche Attacke ich definitiv wegpacken werde. Das wird hundertprozentig Dings sein. Wie heißt es? Finale bei Nuzlocke und so. Ne, wäre gerade nicht so von Vorteil, nein. Wäre auf gar keinen Fall vom Vorteil. Für uns. So, ja, by the way, gerade eben habe ich SAO geschaut, also SAO 2 und oh mein Gott, ey, dieser Anime ist geil. Ich will unbedingt so eine Shinon-Figur. Dieses Mädel ist einfach, also das Ingame-Mädel, der Charakter, der Avatar ist einfach mega geil. Ist halt einfach so, Leute, ich kann da auch nichts gegen tun. Es ist halt so, wie es ist. So, wir kämpfen gegen Hosenscheißer Jammer. Oh, mein Name ist Jammer. Ich komm... Ach, du dicke Scheiße! Was ist das denn? Ungeziefer! Weg damit! Okay, Evital, setz... Ach, du Scheiße, auf dem Ding kann man ja richtig reiten. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, nein. So, Unheilschwing, komm! Spuck das Ding an. One hit down. Das ist geil. Das kommt mir auch gerade recht. So, Evital bekommt ein bisschen. Und als nächstes Pinsir. Okay, Chat. Nein, Chat will ich jetzt nicht schon wieder gerne drin haben. Also wir können theoretisch Evital wieder aus dem Team schmeißen, weil ich meine, ne? Der könnte auch ein anderes Pokémon reinkommen. Ne, wir lassen Evital jetzt noch ein bisschen drin. Wir kämpfen jetzt noch ein bisschen damit. Und dann später wird das auch gegen irgendein anderes Pokémon ausgewechselt. Gegen was? Das weiß ich zwar nicht, aber gegen irgendwas schon bestimmt. So, komm, noch einmal. Aber ich finde, die Attacke sieht einfach mega, mega mäßig geil aus. Kein Scheiß, ich finde, Unheilschwingen hat eine der besten Animationen hier im Spiel. War das jetzt gerade Deutsch? Irgendwie kam es mir nicht so vor. Ich sollte überlegen, ja, definitiv. Ich sollte vorher überlegen, was ich sage. So, gucken wir mal. Hier, das ist so eine Trainerin. Trainerin. Was das heißt, wir können hier rein, ne? Omega-Höhle. Oh. Eine Anspielung auf Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Nein, nein, nein. Pff, nein, Alter, geh mal weg mit deinem Himmelskampf. Du kannst mich mal. Hier ist ein Ball, hier ist ein Ball. Top-Eater. Und ich dachte, da wäre ein Pokéball drin. Aber ich finde allein die Logik, dass in einem Pokéball ein Pokéball drin ist, irgendwie richtig hohl. Aber naja, ist nur meine Meinung und die juckt ja, wie man weiß, niemanden. So, Durchbruch. Das könnten wir eventuell für ein Pokémon gebrauchen. Für was weiß ich zwar jetzt noch nicht. Und ein wildes Pokémon. Und was wird es bitte? Das irgendwas Geiles sein. Ist jetzt dein Ernst? Ja, meine Nuzlocke, meine Regel. Nächstes Pokémon. Wir gucken einfach, was als nächstes kommt. Scheiß drauf. Georock habe ich. Ich will kein zweites. Ich will meine Lola. Oh Gott. Ich hatte gerade Gedanken im Kopf, die man besser nicht haben sollte. So, komm schon, da muss doch jetzt irgendwas Geiles kommen, bitte. Wieso schon wieder ein Weibchen?
Wie geil, Pupita. Ja klar, fangen wir, natürlich. Pokémon, wechseln. Aber unser Team würde dann viel zu sehr aus Bodengestein-Dingsterbumster bestehen. Und das war auch nicht gut. Egal, komm. Hyperball einsetzen auf Pupitar. Pupitar? Ich bin ein Weibchen. Also, die waren nicht. Weil mir fällt gerade kein Name. Also, kein weiblicher Name für das Pupitar ein. Deswegen, es wäre ja verschwendet. Nichts gegen die Mädels da draußen. Weil mein Team besteht ja aus dem Großteil aus Frauen. Sarah, okay, Lamus und Lola. Okay, Hälfte, Hälfte, ist gut. Nein! Drei Fünfte, Sechstel und zwei Sechstel. Vital ist mal irgendwie gar nichts. Aber egal, juckt niemand. Sollen wir uns hier ein Pokémon fangen oder nicht? Ich weiß nicht. Entweder ist das jetzt gerade wirklich unnötig, was ich mache. Aber ist egal. Meine Challenge, meine Regeln, mein Revier, Digga. Nur bei Kabel 1. 1. So, komm schon, Pupita und Kerl. So soll das sein. Okay, das war jetzt ein bisschen diskriminierend, glaube ich. Ein ganz kleines bisschen. So, Beute, genau. Wir holen uns das Ding mit einem Flottball. Nein, mit einem Timerball. Nein, Flottball. Ja, komm, wir machen Flottball. Bäh. Wir machen Quickie. So, komm schon. Und uno, dos, tres, quattro, und das Ding ist drin. Geile Scheiße. So, Pupita, sollen wir jetzt Georg aus dem Team schmeißen oder nicht? Ich weiß es gar nicht, aber weil Pupita, Matt ist sich nicht sicher. Oh. Pupita, Hartschale, Gesteinboden. Es ist sehr stark und sein Panzer ist steinhart. Setzt es Fuchtler ein, kann es einen Berg umstürzen. Wie das wohl aussehen mag, ne? Also so ein Berg, geht er so einmal dagegen. So, nach einem Abonnenten benennen, claro. Und zwar benenne ich das gute Pupitar nach wen habe ich jetzt noch nicht in diesem LP benannt? Genau, den Mestari. Mestari. Gut für die Haut und gut für die Seele. So, Mestari. So, komm schon. Soweit. Alter, ich kann das mit diesem Dings da, mit diesem Schiebepad nicht. So, ist richtig? Wo ist das jetzt? Mestari, ist richtig. Gut, okay, du bist ein Popi. Du bist ein Popo. Du bist ein Pupitar. Congratulations. So. Wurde in Box 1 geschickt. So soll es auch sein. So, und jetzt ganz kurz raus. Und ich würde sagen, bevor ich den Part beende, will ich jetzt noch ein paar Kämpfe machen, weil ist halt einfach so. Und, ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was hier drin ist. Ich wette, hier ist ein viel geileres Pokémon. Ne, auch ein Pupitar. Was ist hier los? Überall sind Pupitas. Da kamen die alle Angst, also die anderen Pokémon alle Angst vor meinem Evital, aber Pupita, Pupita schafft das schon. Mit seiner harten Schale und seinem weichen Kern. Wir kommen gleich die Tränen. So, Pokémon wechseln und dann Lamus nach vorne. Und Lamus muss ja ein bisschen trainiert werden, das wisst ihr ja auch. Und deswegen wird Lamus jetzt auch ein bisschen trainiert. Ja, das war das Sorgigste, was ich in meinem Let's Play gesagt habe. So, Lamus. Mein verpeilendes Pokémon. Ich will es mit irgendwas vergleichen, aber ich finde gerade nichts. Verdammt. Hat die gerade Zusammenstoß gesagt? Hat die gerade ernsthaft Zusammenstoß gesagt? Du bist pervers. Sally. Sally Bollywood. Sie hat eine eigene Detektei. Na. Ich habe doch keine Chance gegen so ein Ding. Also schon mal so. Ach du Scheiße. Ja. Fragt sich nur Fee. Chat rein mit dir. Scheiß drauf, Chat rein mit dir. Chat, bitte geh rein und mach das für mich. Ich hab Angst. Oh Gott, ey, diese Szene, ne? Ey, wie kann dieses Viech ein Fee-Pokémon sein? Ich versteh's einfach nicht. Ach du Scheiße. Fuck. Wieso wird jetzt Lola reingeschickt? Lola hat mit dem Ganzen hier nichts zu tun. Dampfwalze oder Katapult? Dampfwalze, würde ich jetzt einfach mal sagen. Knuddler. Perfekt. Lola, komm! Perfekt. Und jetzt einmal Katapult.
Das ging eigentlich, klar, Sophie hat das jetzt nicht abgezogen. Egal, nochmal Dampfwalzer. Und Knochen, Kopfnuss. Okay, nochmal. Dampfwalzer und das Ding ist besiegt. Boah, Lola geht ja richtig ab, schon beim ersten Kampf. Wie geil ist das denn? Oh Gott, ey, ich sollte aufhören, meine Stimme so krass zu verstellen. Nee, das ist nicht gut, nein. Lamos erreicht Level 41 und Chat bekommt auch ein bisschen, wie immer. Tombi erreicht Level 43 und versucht Protzer zu erlernen. Ja, das könnten wir eventuell mal gebrauchen. Fragt sich nur, was soll weggehen? Vergeltung, was ist Bergsturm? Ein Angriff mit voller Wucht und Volltreffergarantie. Ja, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hat dafür aber eine Treffergarantie beim... Überwurf. Scheiß auf Überwurf, wir machen das jetzt anders. Wir. Ne, Protzer. Ist besser. So, Dedenne. Da können wir Lola drin lassen. Oh, das Ding ist so sweet. Beutel. KPAP, Bälle. Bälle bin ich jetzt. Nee, nix Bälle. KPAP erholen. Oh, ich finde das Ding so sweet, ne? Ey, kein Scheiß, das Ding ist mega sweet. So, Lola, du bekommst eine Top-Genesung verpasst. Lola sieht echt aus wie so ein Meteorit, ey, ohne Spaß. Richtiger Meteorit. So, Kampf. Dampfwalze, One-Hit, 100%, echt. Ich wette, es wird ein One-Hit. Was? Ach du Scheiß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na egal, komm, Dampfwalze, nochmal. Zwango? Nee, Robustheit müsste jetzt nicht mehr wirken. Ja, eben, weil ich habe ja schon 2 Treffer gelandet. Oh, Dedenne, ich wollte dir nicht wehtun. Verzeih mir, du bist zu kawaii. So, Curry. Curry. So. Scheiße. Curry, wie geht's dir? Gut, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt auch mit dem Part. Denn wir sind in Mosaia und hier werden wir den guten Professor treffen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem megamäßigen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Part gehalten habt und ja, das war mein Deutsch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.